Hallo, hier ist wieder eure Hani und herzlich willkommen zu einem Adventskalender-Unboxing. Heute habe ich mal einen ganz anderen, ein bisschen was anderes, ist zwar auch Pflegeprodukte, ne? Von Kiehl's, könnt ihr sehen, ne? Ja, und den habe ich auch bei Parfüm Dreams bestellt, ne? Könnt ihr haben für, ich habe mir wieder Notizen gemacht, 78,95 und hat einen Warenwert von 171 Euro. Und man soll 4 Originalgrößen drin haben und der Rest alles so Probegrößen, Miniaturgrößen. Ich bin gespannt, ne? Kiehl's ist ja mehr so eine, ja, auch sehr preisintensive Marke, sag ich mal. Soll, die Produkte sollen ja, natürliche Inhaltsstoffe haben. Also nicht so viel mit Parfüm, ne, und so und Chemie und so. Also ich sag mal, wer so empfindliche Haut hat, für den ist das, glaube ich, ganz gut. Und ich denke mal, die werden auch nicht so riechen. Ich glaube, die benutzen auch jetzt nicht so die chemischen Duftstoffe, sondern mehr so auf natürliche Basis. Naja, wir werden sehen, ne? Und den gibt es schon seit 1851. Ja, ich habe mich auch nochmal belesen. Ist so halt Apothekenkosmetik, ne? Ja, Apothekenkosmetik. Und dieses Design hier vorne, ja, ihr seht, ist jetzt nicht, ich komme mal näher, kann euch das ja mal näher ranholen, ist jetzt nicht ganz so, also es ist Geschmackssache. Das hat eine Künstlerin hergestellt aus Frankreich und die hat halt extra das Design für den Kalender gemacht. Ja, also, ja, das ist Kunst und Kunst ist halt Geschmackssache und über Geschmack lässt sich streiten. Ist jetzt für mich jetzt nicht so ein Kalender, den ich jetzt so unbedingt für mich so jeden Tag hinstellen würde im Dezember. Naja, auf jeden Fall gibt es eine Geschichte dazu. Ich drehe gleich mal, ich drehe mal um. Ihr habt ja auch noch, muss aufpassen, dass es mir nicht rausfällt, ein Aufsteller, ne? Aber ich dachte, ich lasse das jetzt so, wie es ist. Genau, Maite Franchi hat dieses Design hergestellt. Ich kann ja mal vorlesen. Jedes Jahr kooperiert Kiehl's mit namhaften Künstlern aus der ganzen Welt für die Gestaltung des beliebten Adventskalenders. Oho, oho, horch, horch. Wir freuen uns in diesem Jahr, die Künstlerin Maite Franchi präsentieren zu dürfen, die in Lyon lebende Illustratorin und Grafikdesignerin, lässt sich von der Zeit des Art Deco inspirieren und kombiniert geometrische Formen, lebhafte Farben sowie raffinierte Texturen in ihrer Arbeit, um so mit ihren Werken viel Freude und Werbe zu bringen. Okay, wir freuen uns, Maite Franchi für die aufregende Welt von Kiehl's gewonnen zu haben und wünschen festliche Momente mit Kiehl's. Okay, also es stellt halt jedes Jahr gibt es immer einen anderen Künstler, Künstlerin, die halt die Designs macht für den Adventskalender. Okay, ne, wer das toll findet, wer drauf steht, mal aufpassen, dass die hier nicht so rauspurzeln. Okay, ja, gut. Ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal mit der 1 an, ne? Die 1 haben wir hier unten. Sind natürlich tolle Boxen, ne? Und hier steht immer drinne zu dem Produkt, ja, steht da was halt dazu. Endlich beginnt die schönste Zeit im Jahr. In 24 Tagen ist Weihnachten. Naja. Laut dem Kalender, ja, aber es ist, also so jetzt ist noch eine Weile, ne? Für einen erfrischenden Auftakt sorgt unser Ultra Facial Toner. Er spendet Feuchtigkeit, entfernt Oberflächenablagerung und andere Rückstände. Damit bist du bestens für die stressige Adventszeit vorbereitet. Ja, hier steht dann immer schon oben, was drin ist. Das ist doof, ne? Also gar nicht hingucken, was drin ist, sondern erstmal reingucken. Und wenn man nicht weiß, was es ist, dann guckt man halt da nochmal drauf. Ich werde jetzt hier nicht jedes Mal vorlesen, ne? Wir werden gucken. Ja, und da haben wir die erste Schachtel. Wir werden erstmal gucken, mal was drin ist. Und dann kann ich immer nochmal kurz raufschieben. Ja, da steht dann halt so ein Text, ne? In der 1 haben wir natürlich, habe ich ja gerade vorgelesen, ne? Ein Toner. Ultra Facial Toner. Ja, ne? So sieht er aus. Für alle Hauttypen. Gesichtswasser für alle Hauttypen. Eine 40 Milliliter Flasche. Ja, ne, die sehen halt so, ist jetzt nichts Spektakuläres. Okay. Ich denke mal, ja, ist ein Siegel vor. Ich lasse das erstmal noch zu, weil ich weiß noch nicht. Vielleicht wird der ganze Kalender weiter, also wieder weiter verkauft. Ich muss gucken,
einzelne, und wenn die dann so zubleiben, ist das doch ganz gut erstmal, ne? Ja. Dann kann man denn bei vielen Sachen vielleicht auch nicht so schnuppern. Okay, haben wir einen Toner? Wir wissen alle, wofür man Toner benutzt, ne? Um ein bisschen das Gesicht nachzuklären, nachzureinigen. Wie gesagt, wenn man jetzt so einen Pumpzerstäuber hat, so eine kleine Flasche, kann man sich das reinfüllen und sich damit auch ein bisschen das Gesicht erfrischen, ne? Ja, kann man ja dann auch machen. In der 2, upsie, rausgefallen. In der 2 haben wir eine kleine Tube. Super Multi Corrective Eye Opening Serum. Aha, ein Super Serum, mehrfach korrigierendes Serum mit augenöffnender Wirkung. Okay, so sieht's aus, ne? Es ist wieder eine kleine Tube, eine lilane, ja, das könnt ihr sehen, ne? Haben wir auch bloß 3 Milliliter. So, das ist auf. Riecht das auch nach was? Ich muss das mal austesten, ob das nach was riecht. Aber Augenserum oder Cremes riechen ja meistens immer nicht so. Das ist eine relativ große Schachtel für so ein kleines Produkt. Die Schachteln werden ja alle nicht ausgefüllt sein. In der 3 haben wir Avocado Nourishing Hydration Mask. Eine kleine Maske, die war gestern auch in dem Parfüm Dreams Adventskalender, ne? Ja, in der 1. Genau, diese Maske war auch gestern schon beim Parfüm Dreams Adventskalender. Ja, ist auch bloß eine kleine Größe, 5 Gramm. Genau, eine Maske. Jo. Spendet eine aufbauende Ja, ist Gesichtsmaske. relativ groß, ne? Also eine richtig große 4. Na, aber naja, okay. In der 4 haben wir Ultra Facial Cleanser, ein Cleanser 30 Milliliter. Ist das eine Originalgröße? Ne? Ein Gesichtscleanser? Ja, ich denke mal, das wird so funktionieren, ne? Dass man halt das Gesicht, also mit Wasser ein bisschen anfeuchtet, am besten mit lauwarmem Wasser, und das so ein bisschen denn das Gesicht reinigt. Ne? Ist ja klar. Cleanser, Gesichtsreinigung. Ultra Facial Gesichtsreinigung. Ein Cleanser. Ja, klingt gut, ne? Also. Oh, und der ist natürlich ein bisschen transparent, ja. Das riecht ein bisschen. Riecht noch nicht. Also die riechen wirklich, die Produkte. Ganz. So ist die 5, ne? In der 5 haben wir. Herbal Infused Micellar Cleansing Water. Hier haben wir ein Micellenwasser. Ja, Leute, Micellenwasser, okay. Soll ja eigentlich doch ganz schön. Ja, die Verpackungen sehen jetzt alle nicht so spektakulär aus, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich denke, dass der Inhalt ganz gut sein wird. 40 Milliliter, ne? Genau. Man kann das gar nicht so richtig lesen. Wir gucken einfach mal. Reinige und pflege deine Haut mit unserem Herbal Infused Micellar Cleansing Water. Aha, es entfernt Make-up, Schmutz und Öl effektiv und ist somit auch für Weihnachtszeit bestens geeignet. Okay, ne? Ja, ich habe von Sephora einen, der ist auch so ein bisschen auf Micellenart. Der ist heftig, also der brennt ganz schön. Also jeden Tag damit abschminken kann ich mich nicht, Leute. Das, achso, wir wollten ja mal schnuppern, Mensch. Wir wollten noch mal schnuppern, wenn das geht. Nee, ist oben Siegel vor. Nee, okay, Siegel vor. Und ich muss sagen, das war heftig, ne? Also, oh, dann kommen wir auch schon zur 6. Also die 6 muss ein bisschen knallen. Müsste auch ein Originalprodukt dann sein, ne? Die 6. Oh, 6. Haben wir hier oben. Eine große Schachtel möchte ja auch sein für eine 6, ne? Aber das ist fies. Das ist eine große Schachtel und dann hat man hier nur so eine kleine Tube drin.
Das ist schon wieder, also ich muss wirklich sagen, in eine 6 gehört ein bisschen denn ein Originalgröße-Produkt. Haben wir ein Balm formulated with Scholin and Actual Vitamin E? Ist egal. Ja, ein Lippenbalsam 15 Milliliter, ein Lippenbalsam 15 Milliliter. Schon wieder 15 Milliliter Balsam. Ey, wisst ihr, wie lange man mit so einem Lippenbalsam 15 Milliliter hinkommt? Ist ohne Siegel vor. Es ist der pure Wahnsinn. Also, reißt ewig. Ja, okay. Aber ein bisschen traurig, so eine große Schachtel und dann bloß so eine kleine Tube. Daumen nach unten, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Gut, dann kommen wir zur 7. Die 7. Bitte. Ich hab's ja raus, ich schneide das ja, ne? Ich habe die 7 jetzt ganz schön gesucht. In der 7 haben wir wieder eine kleine, ein ein Skin Renewing Cream. Okay, eine Feuchtigkeitscreme. Es ist einfach, pflegt deine Haut mit. Gönn dir eine Auszeit, pflegt deine Haut. Ich halte das euch hier so. Mit der regenerierenden Feuchtigkeitscreme Pure Vitally Skin Renewing Cream für mehr Geschmeidigkeit. Ja, kann man wahrscheinlich. Keine Ahnung, fürs Gesicht, für den Körper nehmen. Ist egal, wahrscheinlich. Die 8. Oh, die 8. 8 ist wieder ganz groß, ne? Aber. Große Packung und dann hier, das ist jetzt wirklich nur eine Probe. Ne? Haben wir hier von Kiehl's. Ich lasse die hier mal noch zu, Leute. Also da ist wirklich bloß genau das, kann ich euch zeigen. Da ist so eine Probe drin. Ich lasse das hier mal zu. Ne? 4 Milliliter haben wir. Oh, das ist mit Cannabis. Das ist mit Cannabis. Und was soll das machen? Genau. Das ist wirklich dann nur eine Probe. Hat eine pflegende Wirkung auf gestresste Haut und ist daher perfekt für diese Jahreszeit. Okay, kann man auch für Körper und Gesicht nehmen. Keine Ahnung, das steht hier nirgendwo so richtig oben. Echtes Hanfsamenöl, pflanzliches Konzentrat. Okay, kann man für Körper und Gesicht wahrscheinlich, ne? Das ist egal. Aber so ein kleines Ding für den ganzen Körper. Aber das ist echt. Hier haben wir die 9. Ne? In der 9 haben wir wieder ein riesen Ding und dann so eine kleinen Dinger drin. Ich sage nur Flaconi Adventskalender, ne? Also da waren wirklich überwiegend, auch nicht immer, aber die Schachteln waren wirklich komplett so ausgefüllt, ne? Hat man hier nun mal nicht. Ja, ist ein bisschen traurig, finde ich. Haben wir eine Ultra Facial Overnight Hydrating Mask. Eine Maske für die Nacht. Geil. Was wollte ich ja eigentlich auch schon immer mal ausprobieren. Was war irgendwie noch in keinem anderen Kalender? Ist bloß so ein kleines Pöttchen, ne? Genau. Macht man über Nacht hoch und dann soll die Haut widerstandsfähiger aussehen am nächsten Morgen. Okay. Ist wirklich auch bloß. Viel haben wir denn drin, ne? 7 Milliliter. Naja, okay. Ja, steht bestimmt 10. Oh, in der 10 haben wir hier bloß so eine Probe. Die hatte ich schon mal gehabt, die habe ich mal als Probe mal zu irgendwas dazu bekommen. Ich fand die jetzt nicht so doll, weiß ich nicht. Ach nee, das war eine Körperlotion, die ich hatte. Das ist eine Maske, eine Cleansing-Maske. Einfach nur eine Cleansing-Maske. Porentief wirksame Reinigungsmaske für normale bis fettige Haut. Ja, hier steht auch nicht oben, wie lange man die oben lässt. Also hier steht wirklich, ist schon ein bisschen so, die Beschreibungen sind jetzt nicht ganz so, ne? Also das wird einem auch nicht gesagt, wie lange man das oben lässt. Ja, mehr steht hier leider nicht oben. Okay.
Ihr seht, ich bin nicht so begeistert, ne? Schreibt mir mal eure Meinung in den Kommentaren, was ihr so sagt. Also der ist jetzt nicht der Oberknaller-Burner, ne? Also da war der von Parfüm Dreams gestern besser. Und man hatte, wenn man eine Probe drin hatte, dann noch ein anderes Produkt mit drin, ne? Das finde ich auch gut. Wenn man jetzt so zwei Sachen in einem Türchen hat, finde ich das gut. Aber so wie hier... Okay, dann kommen wir jetzt endlich zum zweistelligen Bereich. Endlich ist gut, ne? Dann haben wir hier oben die 11. Das ist wieder eine Riesenschachtel, die 11. In der 11... Das ist nicht die ja ernst, oder? Riesenschachtel und dann wirklich nur... In der 11 haben wir ein Facial Fool Energizing Moisture Treatment for Men. Oh, für Männer haben wir ja auch was drin. Na, guck mal, einer staunen. So, haben wir eine energiespendende Feuchtigkeitspflege für Männer. Weiß ich nicht, für Gesicht, ganzen Körper. Keine Ahnung. 15 Milliliter in so eine kleine, große Schachtel. Okay. Körper- oder Gesichtspflegecreme für Männer ist auch mit dabei. Dann kommen wir auch schon zur Halbzeit. Also die muss jetzt ein bisschen scheppern, Leute. Die Halbzeit muss scheppern. Mir ist schon wieder mein Fuß eingeschlafen. Die 12 ist wieder ein Riesen-Oschi. Und es ist schwer. Und es ist, glaube ich, oh, eine Originalgröße in der Halbzeit. Jawohl, so muss das sein. 75 Milliliter. Eine Ultimate Strange Hand Solve, also eine Handcreme, um trockener Haut entgegenzuwirken. Creme großzügig auf den Händen verteilen für ein verbessertes Ergebnis. Die Hände nach dem Waschen wiederholt eincremen. Eine Handcreme, große Größe, ja, ne? Also ich finde ja eher, die Verpackungen sehen ja so langweilig aus, finde ich. Sieht jetzt nicht so schön aus, ne? Auch zu. Es hat alles bloß so einen normalen zarten Geruch und es riecht alles gleich. Da brauchst du gar nicht großartig schon. Okay, das finde ich jetzt wieder gut. Aber gut, Handcreme hat man ja auch mehr wie genug. Dann kommen wir zur 13. Zur 13, die ist gleich hier oben. 13 haben wir Calendula Herbal Extract Toner, alkoholfrei. Haben wir wieder einen Toner, alkoholfrei. Ja, 45 Milliliter ist bloß wieder eine kleine Flasche, ne? Wir wissen, wie man Toner verwendet. Habe ich ja schon in der 1 gesagt, ne? Das, wie man den Toner verwendet, okay. Ja. Alkoholfreies Kräutergesichtswasser mit Ringelblumenextrakt für normale bis ölige Haut. Ja. Ist die Zahl 14 in grün geschrieben. Kann man nicht so einfach finden. Große Schachtel. Kleines Ding. Wieder eine Probe, Hydro Plumping Retexturing Serum Concentrate, wieder ein Serum, ja, Hydro Serum, Hydro Aufpolsterndes und Restrukturierendes Serum Konzentrat, oh wei, oh wei, oh wei, ein schweres Wort, haben wir wieder bloß eine kleine Tube, ne, 5 Milliliter, es ist für den Preis... Okay, aber ich wollte es euch nur mal zeigen, ne? Man muss ja auch mal gucken. Also das ist für mich jetzt nicht so der beste Adventskalender, ne? Da, 15, also Leute, die 15 ist ja richtig groß. 15. In der 15 haben wir Amino Acid Conditioner. Ein Conditioner mit Jojobaöl. Mit Kokonuss und Jojobaöl. Ne? Ein Conditioner für die Haare. Ne? Wissen wir, Hani, ich glaube, dein Publikum weiß, dass man Conditioner für die Haare benutzt. Ja, ein Conditioner für die Haare. Okay. Steht auch nicht drin, wie lange man das einwirken lässt. Ist ja auch egal. Wird auch wieder ein Siegel vor sein. Nee, nee, ist kein Siegel vor. Okay. Das riecht auch so. Und nee, das riecht doch, ist ja mit Kokosnuss, Kokos, Pure Kokosnuss und Jojobaöl. Es riecht ein bisschen nach Kokos, muss ich schon sagen, aber es ist ein wirklich ein ganz zarter Duft. Ein sehr zarter, unscheinbarer Kokosnussduft. So, dann kommen wir auch zur
Zur 16. Die 16 haben wir Glow Formula Skin Hydrator, ein Glow Hydrator fürs Gesicht, Creme Hydrant. Hydrant, das steht da nicht oben, Hydrant. Hydratante steht da oben. Oh Gott, Anni, lass sein, komm, lass sein. Feuchtigkeitsspendende Creme mit Highlighter-Elixier. Das hört sich ja mal gut an, ne? 5 Milliliter ist auch wieder bloß eine ganz kleine Tube. Oh, 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 oh. Das auch so ein bisschen aus wie so eine. Ja, ist auch ein bisschen getönt. Naja, ich weiß nicht, man sieht nichts. Seht ihr was? Hier habe ich es mir raufgegeben. Also ganz schwach. Also wäre es wirklich nur ganz leicht. Guck mal, was da drin ist. Es ist ein großes Schachtel. Kleine Tube wahrscheinlich. Es ist wieder eine Probegröße. Ah, Ultralight Daily UV Defense. Lichtschutzfaktor 50. Oh, das wäre was für mich. Lichtschutzfaktor 50. Ja, also sieht so aus wie so eine kleine Sonnencreme. Ja. Ultraleichte, schützende Tagespflege, Lichtschutzfaktor 50. Ja, es ist eine Sonnencreme, aber fürs ganze Körper. Also wenn man jetzt so einen schmächtigen, schlanken, naja, bis breiten, so wie ich, da reicht das nicht für den ganzen Körper, Leute. Also jetzt mal ehrlich, ist das nur fürs Gesicht? Du versteckt war? Nee, steht nicht oben. Kann man fürs ganze Gesicht wie für die Haut nehmen? Ja gut. Naja, mit einer Tube kommst du ja nicht weit. Also dann sollte man wirklich, wenn man die Kleine mit hat, wirklich nur die Stellen eincremen, wo auch wirklich die Sonne extrem hinkommt. Gut. Naja. Es ist nicht die ja ernst, oder? Große Schachtel und okay, eine Eye Cream ist das mit Avocado. Eine Eye Cream soll das, eine Eye Cream, eine Eye Cream oder eine Augencreme, sag's doch so. Soll das eine Originalgröße sein? Augencreme mit Avocado. Ja, das haben wir schon gelesen können. Hat 14 Gramm. Ich denke mal, das soll auch eine Originalgröße sein. Na, ja. 14 Gramm Pöttchen, Augencreme. Ist natürlich auch so ein Siegelchen vor. Na? Gut, das scheint auch eine Originalgröße zu sein, Augencreme. Aber und das ist wieder nur eine kleine Tube, so wie sich das anschüttelt, anhört, durchschüttelt. Youth Dose Eye Treatment. Und dann haben wir auch schon wieder eine Eye Creme. Ja, okay. 3 Milliliter. Was steht hier oben? Ich muss den mal ein bisschen runternehmen. Ja, es ist wieder eine Eye Creme für Fältchen. Feine Linien mildert Schwellungen und strafft direkt nach der ersten Anwendung. Okay. Haben wir eine Augencreme. Eine kleine Tube. Ja. Ja. Okay. Ich bin nicht so begeistert von dem Kalender. Also das wird... Ne. Der kommt weiter. Der kommt weg. Der kommt wieder weg. Nee, der gefällt mir nicht. Ja, man müsste mal die Produkte ausprobieren, aber ich habe andere Pflegeprodukte mehr wie genug. Ne? Dann kommen wir zur 20. Das scheint mal ein bisschen größer zu sein. In der 20 haben wir wieder einen Toner. Wie, das ist der dritte Toner schon, ja? Cucumber Herbal Alcohol Free Toner. Ein alkoholfreier Toner. Cucumber mit Gurke. Ja, ne? Cucumber heißt Gurke. Mit Gurken und Kräuterextrakt. Genau. Wieder ein Toner. Okay. Ja, sieht auch so grün aus, ne? Wie so eine Gurke. Oh. Der ist sogar mal auf. Da ist kein Siegel vor.
Ja, riecht ganz, ganz, ganz hart. Aber ob das jetzt so Gurkenduft ist, ich finde, das riecht so ein bisschen wie Tanne. Wie Nadelwald riecht das. Okay, wieder ein Toner. Ist bestimmt gut, ja. Das sind gute Produkte, teure Produkte. Und die erfüllen bestimmt ihren Zweck und die sind bestimmt auch nicht schädlich. Wer jetzt sehr sensible Haut hat, der. Ne? Ja, weiß ich nicht, aber ist jetzt nicht so der Burner. Wer jetzt Wert auf Qualität legt und sagt, ja, ne? 21, wir in der 21 haben wir Calendula Serum Water Cream, genau. Und die sieht aber interessant aus. Nee, sieht bloß so aus durch die Verpackung, weil die gelb ist. Dachte, das ist so eine goldene Creme. Haben wir eine beim Auftragen verwandelt sich die Creme in eine Textur so leicht und erfrischend wie Wasser. Okay. Ja. Ne? Oh, sowas. Wieder ein kleines Pöttchen. Halt eine Körpercreme, eine Wassercreme. 22, wieder eine kleine Tube. Powerful Strength Light Reducing Concentrate, wieder ein Konzentrat. 5 Milliliter, wieder so ein Konzentrat. Das soll was machen? Vitamin C in der Weihnachtszeit, bla bla. Gönn dir mit unserem Powerful deine Dosis Vitamin C. Vitamin C und gib Falten keiner Chance. Okay. Soll also die Falten reduzieren. Okay. Werde es jetzt nicht ausprobieren. Aber gilt das auch für die Augenfältchen unter den Augen? Ach, riecht genauso wie das. Dann machen die so, nur so ein Ding rein. So eine Probe, die in so einer Zeitschrift eigentlich drin ist. Ne? In so einer, ihr kennt das. Cranberry Seed, Turmeric, ach Gott, Radiance, eine Maske. Eine Maske, Maske für leuchtende Strahlen mit Kurkuma und Cranberry-Samen. Okay, eine Maske fürs Gesicht, naja klar, ne? Ich denke fürs Gesicht. Haarmaske war jetzt hier nicht mit bei, ne? Sonst hätte das auch irgendwie mit umgestanden. Okay, denke mal wieder, ja. Ach, hier steht oben für 10 Minuten. Okay, für 10 Minuten Skin. Skin allow mass to dry for 10 minutes. Okay. Ja. So. Dann kommen wir jetzt zur 24 und ich hoffe, die scheppert jetzt so ein bisschen. Na, also das muss jetzt ein bisschen. Steht da noch irgendwas oben? Gesichtsmaske vitalisiert matte, strapazierte Haut und verleiht sofortige Ausstrahlung. Weihnachten kommt bald, steht da, ja. Okay. Da müsste jetzt aber auch ein Originalprodukt drin sein, ne? Also, ja, okay, da haben wir so. Ja. Ein Midnight Recovery Concentrate. Okay. Ein Concentrate. Hautregenerierenden Konzentrat für die Nacht. Okay. Ein Konzentrat für die Nacht. Ja. Das ist doch gut. Okay, das finde ich in Ordnung. Und das ist ja auch eine blaue Flasche. Die sieht ja mal schön aus. Ja, und die ist auch wirklich aus Glas. Könnt ihr nicht hören. Okay. Na, und dann hat man hier eine Pipette. Und dann macht man sich das mit der Pipette denn so. Oh, die riecht aber. Das hat so ein bisschen nach Lavendel. Was steht denn hier? Heiligabend ist gekommen mit unserem Midnight Recovery Concentrate. Wünschen wir dir und deiner Familie ein fröhliches Weihnachtsfest, besinnliche Sternstunden. Das Serumkonzentrat revitalisiert müde Haut über Nacht und ist geeignet für jeden Hauttyp. Dann siehst du wunderbar aus, pünktlich zu Heiligabend. Ja. Na? Muss ja aber noch kurz vorher, bevor der Weihnachtsmann kommt, das Serum aufmachen. Ah nee, das ist ja für die Nacht. Na gut, dann siehst du wenigstens am 25. gut aus und am 26. Ja, soll man so einmassieren? 2 bis 3 Tropfen soll man einmassieren, steht hier.
Ach, hier steht es nochmal auf Deutsch. Ich habe es auf Deutsch. Anwendung 2 bis 3 Tropfen in die frisch gereinigte Haut einmassieren. Direkten Augenkontakt vermeiden. Okay, na, also schön massieren, massieren, massieren. Ja, ihr Lieben, das war der Kiehl's Adventskalender. Ist jetzt nicht so meins. Also, ich mag mir doch, das sieht alles, erstmal sieht es langweilig aus. Ja, ist bestimmt Qualität. Vielleicht kennt sich der ein oder andere mit den Produkten aus. Schreibt es mir mal in den Kommentaren, ob die wirklich so gut sind, so hautfreundlich sind, ne? Würde mich mal interessieren, ne, was ihr dazu sagt. Ich finde den jetzt nicht so den Knaller. Ja, es ist jetzt nicht so meins. Aber da fand ich gestern den Parfüm Dreams Adventskalender besser. Ja, okay, gut. Das war der Kiehl's Adventskalender, ne? Der ein oder andere gefällt da oder sagt, ja, ich finde die Produkte toll. Ich finde bloß, die Schachteln hätten ausgefüllter sein können mit mehr größeren Produkten und fertig. Oder wenn dann auch so doppelt und dreifach, also doppelt in eine Box irgendwie noch was mit rein, ne? Eine Probe oder keine Ahnung was. Ja, ist okay. Na, schreibt mir eure Meinung, wie ihr den findet. Ja, sollte dir das Video trotzdem gefallen haben, auch wenn ich nicht so begeistert war. Ja, es ist halt meine ehrliche Meinung. Dann gebt mir einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ne? Und ihr dürft mich auch sehr, sehr gerne abonnieren. Macht den Abo-Button an. Ich freue mich über jegliche Unterstützung. Und genau. Die Ding-Dong, da seid ihr über Videos von mir informiert, ne? Zum Schluss blende ich hier, ach ja, bei Instagram bin ich auch, kann ich euch ja auch einblenden, ne? Und zum Schluss blende ich die Playlist ein von den Adventskalendern, die ich bis jetzt im Box habe, ne? Ein paar werden noch kommen, ja, es wird noch ein paarchen geben, die ich unboxed habe, genau. Playlist von meinen Adventskalendern, also na, ich jeden Tag Adventskalender-Türchen geöffnet, ja. Und den aktuellsten Upload, den Parfüm Dreams Adventskalender. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, guckt euch den an. Da, der ist hammergeil. Ihr hört, ich komme schon gar nicht mehr raus aus dem Schwärmen, ne? Und hier blende ich meinen Kanal, der völlig kostenlos ist, zum Abonnieren ein. Ja, und ich würde sagen, das war's von mir, ne? So, mir heute wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hani.